Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres wurde die Lehrerschaft der Europaschule und der Oberschule am Wehlenteich in Lauchhammer mit der neuen digitalen Technik in den Klassenzimmern vertraut gemacht. In einem Lehrgang erklärten Mitarbeiter der Firma ViewSonic den Lehrerinnen und Lehrern die Funktionsweise der neuen interaktiven Tafeln, auch Whiteboards genannt. Knapp 1 Million Euro investiert die Stadt Lauchhammer in die Digitalisierung ihrer 3 Grundschulen und einer Oberschule. Bürgermeister Mirko Buhr überzeugte sich bei der Technikeinweisung am 24. August 2023 in der Europaschule persönlich von den digitalen Lernmöglichkeiten der neuen Whiteboards. Texte, Grafiken, Animationen, Fotos, Videos und das alles in verschiedenen Ebenen und miteinander kombinierbar. Damit wird die Entwicklung und Anwendung völlig neuer Unterrichtsmethoden ermöglicht. Doch nicht nur im visuellen Bereich begeisterte die neue Technik die Anwesenden. Mit der Sprachfunktion können Lehrkräfte und Schüler miteinander kommunizieren. Über ein zentral betriebenes WLAN- und LAN-Netzwerk sind die digitalen Tafeln per 10-Gigabit-Leitung mit dem Internet verbunden. In Verbindung mit den vor kurzem neu installierten Schulservern ist nun auch mobiles Arbeiten von zu Hause über eine App für Lehrkräfte und Schüler problemlos möglich. In den Herbstferien werden auch die Waldschule in Lauchhammer Ost und die Gartenschule in Lauchhammer West mit den digitalen Whiteboards der Firma ViewSonic ausgestattet.